der Welt ein Freund sein, die buddhistische Praxis von Metta. Ich habe im Grunde zwei Dinge vor. Einmal etwas zur Erklärung von Metta und Metta-Praxis vorzutragen, aber dann auch, weil es um eine Praxis handelt, etwas sozusagen im Übungsteil mit euch auch zu machen. Wie das bei Veranstaltungen dieser Art ist, für manche ist es neu, wahrscheinlich hier nicht so sehr. Für manche ist es eher ein schon bekanntes Thema. Vielleicht kommt da nur die eine oder andere Nuance oder ein neuer Aspekt hinzu, also eine Art Vertiefung. Und für wieder andere ist es ein ganz vertrautes Feld, wo es dann eher nur um Wiederholung geht. Aber ich glaube, jeder kann davon etwas profitieren, denn selbst wenn man das Bekannte und Vertraute sich nochmal vor Augen führt, es hat noch niemandem geschadet. Ich habe Folgendes vor, was den Tagesablauf angeht, also ich zunächst mal rekapituliere, was wir über Metta ohnehin schon wissen, dass wir dann eine erste Übungsrunde machen. Das heißt, am Vormittag mehr den praktischen Teil, dass wir auch nochmal rekapitulieren, dass diese Praxis unterschiedliche Formen hat und dass wir gucken können, ja, mit welcher Form sind wir denn am ehesten vertraut, was liegt uns denn am meisten. Und am Nachmittag wird mein einführender Teil sich schwerpunktmäßig mit dem Metta-Sutta beschäftigen, weil in diesem sehr bekannten und sehr dichten Text alles nochmal ganz gedrängt und ins Einzelne sozusagen erklärt ist. Und abschließend möchte ich mit einem Austausch, dass wir uns fragen, was hat denn Metta nicht nur mit der Matte zu tun, wenn wir uns irgendwo zurückziehen und meditieren, sondern wie kann man denn Metta auch sozusagen im Alltag, in den 24 Stunden unseres Tages irgendwie unterbringen. Das ist die Idee. Wie gesagt, Metta als universelles Wohlwollen, das ist das, worüber ich ein paar Worte verlieren will. Und Wolfgang hat ja schon ein bisschen moniert, weil ich Metta gesagt habe, und hat insofern recht, es gibt ja auch die deutsche Sprache. Nur die deutsche Sprache trifft nicht immer genau das, was der Buddha in Pali gesagt hat. Und deshalb verwende ich gerne bei den ganz zentralen Dingen auch seine Worte und umschreibe dann das, was mit gemeint ist. Und wenn wir von Metta reden, da fallen einem eine ganze Menge eigentlich von mehr oder weniger passenden Begriffen dazu ein. Sagen wir Güte, sagen wir Liebe, sagen wir Freundlichkeit, sagen wir Wohlwollen, Einfühlungsvermögen in den anderen, Herzenswärme, Verständnis, also all das gehört dazu, sodass Metta nicht eine Sache ist, ein Wort ist, sondern dieses Wort eigentlich ein ganzes Bedeutungsfeld umschreibt. Und am ehesten, glaube ich, kann man sich das sozusagen merken oder einfühlen, wenn man sich erinnert daran, dass das Wort Metta sehr eng mit dem Wort Mitta zusammenhängt. Und Mitta ist ja das Pali-Wort für Freund. Und da haben wir schon so eine Grundidee, wenn man an einen Freund und an seine Freundin denkt, dass das eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens oder des Verhältnisses zu jemandem meint. Und damit ist im Kern auch schon ausgesagt, was Metta, was liebende Güte, was Güte meint. Es ist eine Haltung, eine innere Haltung anderen Wesen gegenüber. Es ist eine Beziehungsangelegenheit. Und es ist das Gegenteil von dem, was wir so eher gewohnt sind, leider. So eine egozentrierte Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln. Metta ist der Gegenpol dazu. Das ist die Haltung der Ich-Du-Gleichheit, kann man sagen. Und das ist eine Haltung, die mehr das Gemeinsame sieht, mehr das Verbindende sieht bei Menschen und nicht so sehr den Unterschied. Wenn wir hier in die Runde gucken, dann haben wir eben die Möglichkeit, mit zwei Perspektiven in diese Runde zu gucken. Ich kann euch jetzt anschauen und alle Unterschiede aufzählen. Ne? Wer was anhat, rot, grün, blau, wer wie aussieht, welche Haare hat, welche Frisur hat, wie sitzt, wo sitzt. Und welches Gesicht gerade macht.
Das ist eine sehr gewohnte und normale Art und Weise, Menschen anzuschauen. Was unterscheidet uns? Und Metta ist eine Betrachtungsweise, die sagt, was bindet uns? Was ist uns einig? Und da gibt es ein paar gravierende Dinge, essentielle, existenzielle Dinge, die uns verbinden. Wir sind alle in der gleichen Situation, dass wir nicht wirklich frei sind. Wir alle sind in der gleichen Situation, dass wir in samsarischen Dingen verstrickt sind, dass wir in einer Situation der Unvollkommenheit sind, dass wir noch nicht da angelangt sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und wir sind alle gleich in der Art und Weise, dass wir wohl suchen, dass wir eine Situation der Freude, der Zufriedenheit und der Freiheit haben wollen. Das eint uns. Und vor allen Dingen, wir haben das gemeinsam, dass wir in uns alle das Potenzial zur Befreiung haben. Also die Möglichkeit, über unseren jetzigen Zustand hinauszuwachsen. Ein anderer Aspekt von Metta ist, dass es eine Haltung ist, die nicht misst. Und das meint, dass wir den anderen nicht unter der Perspektive betrachten, was bringt der mir? Welchen Beitrag liefert ihr mir zu meinem Glück? Nicht? Mag ich euch nicht? Seid ihr mir sympathisch oder nicht? Ja? Seid ihr nett oder nicht nett? Was tut ihr, damit es mir besser geht? Das ist ja so eine Haltung, die man oft an den Tag legt. Bei Metta spielt es keine Rolle. Bei Metta ist das, was uns verbindet im Auge, nicht das, was so eine Funktion von Menschen für andere im Auge ist. Und damit ist das, was ich jetzt kurz skizziert habe, so etwas wie ein generelles Thema aller Hochreligionen. Es ist jetzt nicht spezifisch buddhistisches, sondern alle Hochreligionen haben das in irgendeiner Weise. Die alten Inder nannten das Bhakti, oder heute wird es in Indien noch Bhakti genannt. Die Christen nennen das Agape. Ja? Brahma strahlt Liebe aus. Und der liebe Gott der Christen, ja, ist der liebe Gott, weil er Liebe ist. Also ist das angesiedelt auch in unserem Kulturkreis gar nichts Neues. Und in allen Religionen kann man sagen, dass diese Haltung, von der ich eben spreche, hochgeschätzt wird, dass sie als ein hohes Gut betrachtet wird, ja manchmal sogar als die wichtigste und einzig wichtige Praxis überhaupt. Dass sie förderlich ist, sowohl für das Gemeinschaftsleben als auch für den Einzelnen. Und deshalb wundert es uns nicht, wenn Metta auch im buddhistischen Kontext eine große Rolle spielt. Und dass Metta in bestimmten Formen sogar als einer der Brahma-Viharas bezeichnet wird, als einer der Zustände, die man als göttliches Verweilen bezeichnen kann. Göttliches Verweilen deshalb, weil wenn man das wirklich in sich manifestiert, zur Blüte bringt, man dadurch über die menschlich durchschnittliche Qualität hinausgestoßen ist, in andere Sphären hinein. Ich werde darüber nachher noch etwas sagen. Und letzter Punkt zu dem Aspekt. Der Buddha Shakyamuni hat ja darauf hingewiesen, dass es wieder einmal einen Buddha geben wird, einen künftigen Buddha. Und wie heißt der? Metteo. Und da steckt auch das Wort Metta drin. Und das heißt, dass der künftige Buddha gerade diese Qualität von Güte, von Lieben, von Wohlwollen in besonderer Art und Weise manifestiert. Ich will drei Sätze dazu sagen, dass Metta auch eine Übung ist. Also wir können uns jetzt nicht prüfen und sagen, ach, habe ich das in mir? Nein, habe ich nicht in mir, schade. Dann habe ich eben nicht die entsprechenden Gene. Dann fehlt mir das Metta-Gen und dann kann ich damit nichts tun. Ja, also Metta fällt nicht vom Himmel. Metta ist nicht irgendwie biologisch vererbt, aber Metta ist bedingt. So wie alle Phänomene, wie alle geistigen, psychischen Zustände bedingt sind, unter bestimmten Konditionen einfach wachsen und blühen und unter anderen Konditionen verschwinden, so ist auch Metta etwas, das man wachsen lassen kann. Wer es hat, kann es vertiefen, kann es vervollkommnen. Wer es nicht hat, kann es in sich sozusagen entdecken, kann es wecken und kann es zur Blüte bringen. Aber wie das bei Übungen ist, man muss es tun. Man muss etwas damit anfangen. Und die Frage ist, wo kann man es tun?
Ja, Antwort ist schlicht. Ich werde das ja noch näher erklären. Es gibt zwei Felder, auf denen man Metta üben kann. Einmal im Kontakt mit den Menschen. Und wir sind ja dauernd im Alltag mit Menschen umgeben und haben in dieser Begegnung immer die Möglichkeit, Metta zu üben. Sei es in unseren Gedanken, sei es in dem, was wir sagen oder sei es in dem, was wir praktisch mit unseren Händen tun. Und das andere Feld werden wir heute, ja, morgens und auch Nachmittag nochmal testen. Metta ist eine Möglichkeit, die man, also eine Übungsmöglichkeit auf dem Sitzkissen in einer formellen Art und Weise der inneren, der geistigen Auseinandersetzung. Es ist auch möglich, sich mit Metta auseinanderzusetzen. Es ist interessant oder bemerkenswert, dass Metta ein universelles Prinzip ist. Nicht? Man braucht sich nicht zu fragen, bin ich jetzt überhaupt geeignet dafür? Ist das was für mich? Sondern Metta spricht alle an. Vielleicht besonders die, die viel soziale Kontakte haben, die viele Beziehungen zu anderen Menschen haben, sei es privat, in der Familie, sei es im Beruf, wodurch die Lebenssituation man permanent aufgefordert ist, ja, richtig zu reagieren. Es mag eine besondere Übung sein, auch für die, die eher gefühlsorientiert sind, gemütsorientiert, die darauf achten, dass sie sozusagen innerlich reifen, nicht so sehr intellektuell, sondern von ihrem inneren Habitus, von ihrer Psyche her. Aber, und das musste ich selbst lernen und habe eine Weile gebraucht, Metta ist auch etwas und gerade etwas für die intellektuellen Typen. Ja? Also die glauben, wenn man etwas verstanden hat, wenn man Metta verstanden hat, dann sei das schon. Ist natürlich nicht der Fall. Sondern gerade werden womöglich Männer ein bisschen mehr angesprochen sein als Frauen. Und da ist ein weites Feld für die Denker, dass sie mal gucken, habe ich denn genug Metta oder sollte ich denn nicht besser auf diesem Gebiet etwas tun. Zur Einübung, zum Tun, will ich nochmal auf einen Punkt hinweisen, dass man jetzt auch sieht, dass dieses ein Wachstumsprozess ist. Also es ist nicht so, dass irgendwo in uns der Metta-Schalter ist, den wir dann umdrehen und dann blüht Metta in uns auf, sondern auch das ist etwas, was wachsen muss. Wachsen heißt immer einer inneren Gesetzmäßigkeit folgen. Das hat was mit Zeit zu tun und das hat was damit zu tun, dass man das entsprechende Umfeld dazu schafft und dass man weiß, dass diese Dinge auch in einer bestimmten Art und Weise zutage treten. So wie bei einer Tulpe erstmal die Knolle da ist und man gar nichts Äußeres sieht, dann vielleicht der Stängel rauskommt, der Trieb mit den Blättern und am Ende, da ist auch mal die Blüte. Und so scheint mir das auch bei Metta zu sein, dass das, was wir jetzt universelles Wohlwollen nennen, bei vielen am Anfang der Übung erstmal nur ein Gedanke ist. Ein nackter, schlichter Gedanke, mögen alle Wesen glücklich sein. So wird es ja manchmal formuliert, ohne große Gefühlsbeteiligung. Aber im Laufe der Übung kommt zu dem nackten Gedanken, ach, es wäre schön, wenn es allen gut ging, ja, kommt begleitend ein Empfinden, das das auch trägt. Und irgendwann, ich hoffe, dass das bei euch allen schon soweit ist, und wenn nicht, dann, dass es bald eintritt, ist die Metta-Haltung eine Haltung, die ganz spontan ist, wo man nicht mehr lange überlegen muss, ach, wie ging denn das jetzt? Was hat denn der Buddha eigentlich gesagt? Wo steht denn das? Lass mich nochmal nachgucken. Ja, wie muss ich mich denn jetzt verhalten? Sondern dass diese Haltung des Wohlwollens, ich sage immer gern des Wohlwollens, dass das eine ganz selbstverständliche, natürliche Art und Weise ist, wie man sich verhält, wie man drauf ist. Und damit bin ich bei der Frage, was bringt's denn? Ja? Warum soll man es denn machen? Ist es nicht nur Zeitverschwendung oder ich habe doch schon genug zu tun, jetzt soll ich auch noch Metta üben? Mit anderen Worten, was sind die Folgen? Ja? Was kommt, was entsteht, wenn diese innere Haltung sich mehr durchsetzt? Gucke mal auf das, was wir die Umwelt nennen. Das allererste, was passiert, dass sich das eigene Verhalten ändert. Also das, was ich von meinem Inneren nach draußen trage, von hier in die Umwelt um mich herum. Wer eine liebevolle Haltung hat, und die nicht nur an Weihnachten auftaucht, sondern generell da ist.
der wird aus dieser Haltung heraus auch anders denken, anders reden und anders handeln. Es geht gar nicht anders. Und wenn ich anders handle, wenn ich besser, lieber, freundlicher mit euch umgehe, wird auch unsere gemeinsame Lebenssituation sich verändern. Auch das geht nicht anders. Mit anderen Worten, Metta harmonisiert das Zusammenleben der Menschen. Wo Metta ist, kann keine Feindseligkeit sein, kann kein Übelwollen sein, kann keine Aggression sein, nicht? Kann kein Konflikt auftreten. Also keiner, der wirklich massiv ist. Je stärker Metta da ist, umso weniger sind Konflikte da. In einem Satz, wo Metta herrscht, entsteht eine tendenziell friedvollere, harmonischere Situation. Und das, was außen passiert, im sogenannten Außen passiert, das passiert gleichzeitig oder länger schon zuvor in einem selbst. Also Metta verändert uns ja selbst. Wer nur Gedanken des Wohlwollens hat, ich mache jetzt mal ein Gedankenexperiment, also wir hätten alle nur Gedanken, die wohlwollend sind und freundlich, dann wird ein großer Teil dessen wegfallen, was wir immer oft mit uns herumschleppen, dass wir uns selbst Vorwürfe machen, weil wir an der einen oder anderen Stelle nicht so gedacht und gehandelt haben, wie wir es hätten sollen. Ja? Das heißt, da ist ein Stück auch innerer Befriedung. Der innere Konflikt ist auch weg. Wir sind mehr mit uns im Reinen und eins, weil wir auch mit dem Außen im Reinen und eins sind. Und dadurch entsteht tendenziell etwas, was der Buddha sehr gewürdigt hat, nämlich es entsteht etwas wie innere Fülle, innere Zufriedenheit, innerer Reichtum, der uns mehr und mehr unabhängig macht von dem, was da draußen passiert. Wir haben ja oft eine Situation, wo wir uns deshalb schlecht fühlen, weil wir glauben, unsere Umgebung oder die äußere Situation ist nicht so, wie wir sie brauchen. Metta macht unabhängiger von den äußeren Bedingungen, vom Wetter. Nicht? Wenn man Metta hat, kann es auch regnen. Macht gar nichts aus. Wenn man kein Metta hat, ist Regen und ja, wolkenverhangener Tag ist ein Problem. Also innen und außen korrespondieren. Und damit seht ihr schon, worauf Metta langfristig hinführt, was das Ergebnis, das vorläufige Endergebnis ist, dass man frei wird von den Sinnendingen oder von der Abhängigkeit von Sinnendingen. Metta als Brahma-Vihara bezeichnet ja einen Zustand des inneren Glücks, der Zufriedenheit jenseits sinnlicher Freuden und Sinnesgenüsse. Und wenn wir vorhin von Brahma-Viharas gesprochen haben, von den göttlichen Verweilungen, die sich ja in den Gottheiten der Brahmas manifestiert, dann genau ist es ja eine Lebensform, die von sinnlicher Begegnung überhaupt nichts erwartet, von sinnlicher Befriedigung überhaupt nichts erwartet, gar nicht so sehr außenorientiert ist, sondern Glück und Zufriedenheit in sich selbst findet. Langzeitperspektive. Kurzzeitperspektive, es wird einfacher im Umgang mit anderen, es wird einfacher im Umgang mit sich, und Langzeitperspektive, man transzendiert das, was unsere normale Lebenssituation ist, nämlich das Genießen äußerer Dinge. Jetzt kommt es aber, weil auch mit Metta eine Grenze verbunden ist. Ich sagte vorhin, dass in einigen Religionen Metta als das Höchste gilt. Die Liebe ist das höchste Gut sozusagen und die Praxis, die dahin führt, die höchste und wichtigste Übung. Der Buddha sagt, wunderbar, aber das ist es noch nicht. Das Ende ist noch nicht erreicht. Das Ende des Übungs- und Befreiungsweges ist noch nicht erreicht. Und warum? Weil Metta ja auch ein technisch gesprochen bedingtes Phänomen ist. Metta erscheint unter bestimmten Bedingungen, gestaltet innen und außen in einer bestimmten Art und Weise, die man sehr hochschätzen kann. Aber Metta hat dieselbe Eigenschaft wie alle anderen Phänomene dieser Welt auch. Diese Haltung verschwindet wieder. Selbst die hohen Brahma-Götter, von denen gesagt wird,
dass sie ein Weltzeitalter leben, also bei den Metta-Brahmas. Ein Weltzeitalter ist schon eine schöne Pause, ist schon mal eine schöne Zeit, wo man mal Luft schnappen kann. Ne? Aber es ist nur eine Pause im samsarischen Aufstieg und Untergang und Niedergang und braucht deshalb, wenn man denn aus dem Daseinskreislauf ganz heraus will, noch einen Schritt mehr. Und auch das lehrt der Buddha, aber da brauchen wir heute nicht näher drauf einzugehen, dass das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung, das wir über das Verständnis der Wandelbarkeit aller Phänomene erreichen, dass das das eigentliche Ziel ist. Metta, wenn man so will, ein wunderbarer Anlauf ist, um den letzten Schritt zu tun, um den Sprung zu vollziehen. Aber Metta ist noch nicht der Sprung selbst, der uns ganz herausführt. Den letzten Punkt will ich in der ersten Runde ansprechen. Das sind die praktischen Schwierigkeiten, die entstehen können, weil es einen Unterschied gibt zwischen der Ebene, die ich eben angesprochen habe, die Ebene der inneren Haltung, der Metta-Haltung und des praktischen Verhaltens nach außen. Da werden wir sehen, dass das, was ich universelles Wohlwollen nenne, das in der Alltagspraxis gar nicht immer zu verwirklichen ist. Also das typische Beispiel ist, der Hund hat Flöhe. Ja. So, jetzt sagen wir, lieber Hund, du mögest glücklich sein. Gut, soweit. Liebe Flöhe, ihr mögt auch glücklich sein. Aber irgendwie passt beides in dieser Welt noch nicht so recht zusammen. Ne? Also wenn die Flöhe glücklich sind, beißen sie den Hund und saugen ihn leer sozusagen. Wenn der Hund glücklich sein soll, müssen die Flöhe weg. Ja? Also irgendwie hakt es manchmal. Also kann es sein, dass in der praktischen Handhabung unseres Alltags wir manchmal, weil wir noch so verstrickt sind, wie wir sind, Dinge tun müssen, die anderen Wesen nicht wirklich wohltun, wenigstens im Moment. Ich glaube, es gibt an manchen Punkten keine andere Chance. Und da heißt es wenigstens, ja, das ist schon relativ viel, zu wissen, in diesem Moment tue ich etwas, was eigentlich nicht schön und gut ist, aber ich halte wenigstens innerlich diese Ich-Du-Gleichheit, dieses Wohlwollen aufrecht. Wenigstens als Ideal, dass ich das nicht verliere, dass ich den Maßstab nicht aus den Augen verliere und versuche, in Lebenssituationen hineinzuwachsen, wo diese Widersprüche nicht mehr auftauchen können. Ja? In dem menschlichen Leben sind diese Widersprüche aus vergangenen karmischen Konstellationen programmiert, damit müssen wir umgehen. Die können wir auch nicht auf dieser Ebene lösen. Aber es ist möglich, sich so zu wandeln und so zu verändern, dass wir in Lebenssituationen hineinkommen, wo diese Widersprüche erstmal gar nicht auftauchen. Also ich sehe das immer, wenn ich an mein Gartenhütchen gehe, mache die Hütte auf und dann sehe ich als erstes immer Spinnenweben und dann sehe ich oft genug auch, wie diese Mücken da reinfliegen. Spontan sagt man, ach, jetzt rette schnell diese Mücke, sonst ist sie hin, ja, diese Fliege. Aber wie immer man sich da verhalten will, wenn ich die Mücke befreie, ja, dann guckt die Spinne dumm, weil sie nichts zu fressen hat. Und am Ende, wenn ich alle Fliegen sozusagen rette, die Spinne tot ist. Und umgekehrt, ja, wenn ich sage, liebe Spinne, heute hast du einen fetten Brocken, lass dir es schmecken, dann heißt es, ja, die Fliege muss ihr Leben hingeben, damit die Spinne ihr Auskommen hat. Das nur als kleine Beispiele. Im menschlichen Bereich ist es oft noch komplizierter, weil wir da nicht auf der tierischen Ebene uns bewegen, aber da ist es auch so, dass diese Widerstände, diese Widersprüche auftauchen. Das soll es für die erste Runde mal sein, dass wir mal wieder in Erinnerung uns geholt haben, das Umfeld von Metta, was alles dazu gehört. Mein Vorschlag ist, dass wir zunächst jetzt ein paar Minuten darauf verwenden, um da vielleicht offene Fragen noch zu klären oder uns auch auszutauschen, was wir da an Erfahrungen gemacht haben. Und so gegen 11, dass wir da mal gucken, dass wir so eine erste praktische Übung hinkriegen. So, ich mache jetzt mal Schluss. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr wollt, seid ihr jetzt dran. Jo. Wenn man Metta entwickelt, dann müsste eigentlich oder muss gleichzeitig die Erwartungshaltung abnehmen, dass etwas von außen
genauso beantwortet wird. Das finde ich ganz wichtig, dass man das gleich mit reduziert. Also sich bemüht, über Dinge eben nicht sauer zu werden, wenn man denkt, jetzt habe ich dem das gegeben, es kommt nichts wieder, dann lasse ich es oder so. Also man muss immer weitermachen zu geben, ohne etwas zu erwarten. Das muss man schaffen. Ja, das ist ganz richtig. Die Nicht-Metta-Haltung heißt ja, was bietet mir die Welt? Wenn sie mir was bietet, sage ich schön, wunderbar, mir geht's gut. Wenn sie mir nichts bietet oder das nicht gibt, was ich gerade will, entsteht ja ein negatives Gefühl, Ablehnung, Aversion, was auch immer. Und Metta heißt ja, das Wohl der anderen im Auge zu haben oder auch im Auge zu haben. Und das ist ja eine praktische Erfahrung, die wir alle sicher irgendwann in unserem Leben oder oft gemacht haben. Wenn man sich um andere kümmert, hat man gar keine Zeit, die eigenen Wehwehchen und Problemchen im Auge zu haben. Und ich habe während meiner Universitätszeit mich sehr intensiv mit Alfred Adler beschäftigt, nicht? Von dem kommt der Begriff des Minderwertigkeitskomplexes. Das ist von seiner Psychologie übrig geblieben. Und der ist mit seinen Patienten so umgegangen. Wenn die geklagt haben über dies und jenes, was ist das Leben so schlimm, was ist das Leben so schwierig, dann hat er immer ihnen Aufgaben gegeben, sich um andere zu kümmern in einem Bereich. Und je intensiver sie das gemacht haben, umso intensiver haben sie ihr eigenes Leid einfach vergessen, weil es nicht ständig vor Augen war, nicht ständig im Kopf war, sondern sie haben etwas für andere getan und damit gleichzeitig auch etwas für sich getan. Und da ist diese Beobachtung, die du gemacht hast, sehr wertvoll. Dieter. Ich würde gerne da etwas zu sagen, weil für mich eben dieses, das soll jetzt bitte keine Wertung sein, aber man muss, ich denke, was jetzt ein bisschen klischeehaft ist, die Voraussetzung für all das ist ja, dass ich erstmal mich selbst annehme, mit all meinen Schwächen, Stärken sowieso. Also bei mir erstmal anfangen, das meine ich jetzt nicht egozentrisch. Also dieses Metta zu mir selbst. Ich hatte eben ein bisschen irritiert, meine Vorrednerin, die von man muss. Das war mir zu stark. Also, ja, ich muss. Ich meine nicht dieses Mann, sondern dieses Muss, dieses geschehen lassen und einfach auch die Geduld haben, also liebevoll mit sich selbst zu sein. Das finde ich. Das ist ein bisschen mein Thema. Also das andere sowieso, aber erstmal bei sich. Ja. Ich will zwei Bemerkungen machen, weil ich selbst, ich komme jetzt drauf, wie du das sagst, selbst öfter mal sage, man muss. Ja, ist auch eine Formulierung, die ich oft gebrauche. Aber es gibt zwei Arten von Muss. Ja. Das eine Muss ist so ein moralisches. Man muss lieb sein, so ungefähr. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es ist mehr das gemeint, muss Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung. Das ist ein praktisches Beispiel. Wenn es regnet, muss man einen Schirm aufspannen, damit man nicht nass wird. Das ist jetzt kein moralischer Druck irgendwie. Man muss einen Schirm aufspannen. Aber wenn ich trocken sein will und trocken bleiben will, dann muss ich halt einen Schirm. Ja, das ist kein Druckmittel, sondern es ist ein innerer Zusammenhang, wenn, dann. Und das entspannt natürlich die Situation, weil da keiner steht mit einem großen Zeigefinger und ständig uns irgendwie Vorhaltung macht. Und das Zweite, das brauche ich gar nicht lange zu kommentieren, weil wir das nachher in dem praktischen Beispiel, ich werde nachher eine angeleitete Meditation machen. Da wird man das sehen, dass diese Art von Metta immer bei einem selbst anfängt. Warum? Ich kann nur das geben, was ich selbst habe. Wenn ich mit mir selbst im Streit liege, ja, mit mir selbst uneins bin, da nur Widersprüche und so weiter habe, wie soll ich da Wohlwollen anderen sozusagen geben? Ja? Das ist ja wie eine Lampe, die kann ja auch nur Licht ausstrahlen, wenn sie selbst hell ist. Wenn die Lampe aus ist, wenn die ausgeschaltet ist, dann bleibt auch der Raum dunkel. Deshalb hat das mit Egoismus gar nichts zu tun. Und man sagt, ich fange hier an. Ja, ich bin ja auch einer. Wesen sind ja nicht nur die anderen, sondern sind immer diese beiden Seiten, ich und andere, in der Erlebensweise, in der wir sind. Da erleben wir noch diese Zweiheit, ich und andere. Also muss ich auf dieser Ebene des Erlebens anfangen.
und muss da ja sozusagen in konzentrischen Kreisen immer weiter nach außen, was habe ich schon wieder gesagt, muss, ja. Aber ihr habt es jetzt verstanden, ich habe es erklärt, wie das gemeint ist. Das ist eher ein, Anführungsstriche, technischer Begriff und kein moralischer Begriff. Maya hat sich gemeldet. Es gibt da eine Platte mit Metashant. Ich glaube, du hast uns das auch einmal in Dicken vorgeführt. Da ist mir aufgefallen, dass eben jeder Aspekt beginnt, möge ich glücklich sein, möge mir und so weiter. Da habe ich mich am Anfang sehr daran gestoßen, weil mir das nicht so gelegen ist in der Form. Aber wenn ich dann in den Buddha-Reden nachgeschaut habe, da steht dann immer, gütigen Geistes weilend. Also das setzt ja schon voraus, dass ich mich selber in diese Verfassung gebracht habe. Ja, sehr schön. Sehr schön. Es kann natürlich sein, ja, es gibt es ja öfter, dass man mit sich selbst im Krieg ist und dann Metta überhaupt nicht gelingen will. Also dann würde ich nicht empfehlen, jetzt erstmal die 10 Jahre Therapie zu machen, bis ich einigermaßen gut drauf bin, sondern dann Metta damit zu beginnen, wo es einfach ist. Ja? Und wenn es der eigene Dackel ist, so ungefähr. Ja? Dass man ein Gegenüber sich vorstellt, wo man aus einer natürlichen Haltung heraus schon Metta hat, ja? Wo man da jetzt nicht lange suchen muss. Ay, wo ist es denn? Gestern war es doch noch da. Wo man aus sich heraus schon Ansatzpunkt hat. Und darauf aufzubauen, und sich selbst dann vorzunehmen, wenn man dran ist. Ja, aber vom Prinzip gilt das. Vom Punkt aus nach außen gehen. Gerade denke ich, wenn so eine Trockenzeit ist und wo man mit sich im Clinch ist, ist es sehr förderlich, den Blick auf sich zu richten und zu sagen, wie gern wäre ich jetzt voller Mitgefühl. Bei mir dauert das nicht lange, dann kann es das nicht halten. Dann geht die Trauer. Gerade wenn man sich vorstellt, wie gern wäre ich jetzt voller Liebe und Mitgefühl. Schon der Gedanke bahnt es dahin. Also wir brauchen auch da nicht unbedingt den Dackel, sondern haben uns selber. Ja, ich wollte nur damit sagen, dass es jetzt nicht so eine Bedienungsanleitung gibt. Metta erstens, zweitens, drittens, viertens. Sondern dass man das ja, Grundthema verinnerlicht hat, ja. Und dass man dann auch ein bisschen experimentiert. Wie funktioniert es bei mir? Ja. Nicht? Bei dir funktioniert es so, das kann sein, dass es bei einem anderen nicht funktioniert. Ja. Da muss jeder gucken. Aber wichtig ist, dass wir ja nicht Anfänger sind im Sinne von Null. Sondern jeder von uns, erinnern wir uns daran, jeder von uns hat im Grunde ja schon diese brahmische Erfahrung gemacht. Vielleicht ist es lange her, vielleicht ist da alles verschüttet, fast alles verschüttet, aber jeder von uns hat irgendwo Reste dieser Haltung. Und wenn es dann gelingt, einen Zugang zu kriegen, wie auch immer, also das wieder hervorzuholen, wo die dunklen Schatten drüber liegen, manchmal ist es nur ein kleiner Trick und man ist in einer Fülle, die man vielleicht gar nicht geahnt hat. Also das ist die Aufforderung oder die Bitte, einfach auch zu gucken, zu experimentieren ein bisschen. Wie sieht das bei mir aus und wie funktioniert es bei mir am besten? Wolfgang? Ich würde sagen, also, dass man überhaupt merkt, in welchem Geisteszustand man ist, das ist eine Grundvoraussetzung. Denn viele merken gar nicht, also was sie für... Also Konfliktpotenzial, also in dem Haus, das immer wieder zu neuen äußeren Umständen führt, die schwierig sind. Also da hilft uns natürlich Achtsamkeit, nicht? Und auch Bewusstheit, dass wir unsere Bewusstheit entwickeln, ob wir nun gewissen sind oder nicht, sondern das ist schon sehr wichtig, damit man sich selber auch also analysieren kann und sagen, wie ist jetzt deine Geisteshaltung? Ja, und jetzt habe ich dich erwischt und dann würde ich auf Lukas Argument eingehen. Und dann kann man sagen, ja, würde ich doch, ich kann zwar jetzt nicht liebevoll sein, aber würde es doch mir helfen, dass ich jetzt die Zustände erreichen würde. Also, dass man diesen Anfang also immer machen muss, sich selber bewusst machen, wo stehe ich und was mache ich und welche Auswirkungen, das sind die Folgegedanken. Ja. Achtsamkeit hilft. Ja, ich werde ja später nochmal auf das Metta-Sutta zurückgehen, ne? Und am Ende steht, wenn immer wir uns nicht treiben lassen, sollen wir die Achtsamkeit
darauf gründen. So, und da sind beide Dinge drin. Uta hat beschrieben die Situation, ach, jetzt bin ich in einer Art Depression oder Clinch, aber ich lasse mich nicht treiben in der Situation, sondern ich gucke, wie gehe ich mit der Situation um. Das war auch anders. Ja. Ich hatte Mitempfinden mit dem Schmerz, in dem ich lebte. Ja, ja, ich will mehr auf die Achtsamkeit rein, weil das merkt man erst nur, wenn man mal beobachtet, wie Wolfgang sagt, was ist denn eigentlich los? Ist ja oft so, dass man von der einen Emotion in die andere hineingleitet, ohne wirklich zu merken, was in einem passiert, weil man die Achtsamkeit draußen in der Welt hat, aber nicht bei sich. Und deshalb wollte ich hier nur darauf hinweisen, dass diese beiden Phänomene, die wir Metta nennen und Sati nennen, dass die zusammenkommen. Metta steht ja nie allein aus sich heraus, sondern dann, wenn ich die Achtsamkeit auf mich, auf meinen inneren Zustand lenke, dann noch die Erinnerung habe, wie komme ich da raus? Dann verbindet sich beides miteinander. Hannelore. Ja, also auf das Muss wollte ich auch nochmal zurückkommen, weil das ist einfach eine Wortwahl gewesen vorhin. Und ich denke, es kommen immer so viele Dinge zusammen. Als ich anfing, Metta zu üben, oder ein Lehrer hatte aus Sri Lanka, da hat er gesagt, ja, warum, also das hat ja auch PD immer gesagt, die Latte nicht zu hoch setzen. Mhm. Ja, dann muss man ja fast scheitern oder ist eben wieder depressiv und sagt, das schaffe ich nicht. Und da habe ich mir nicht also den bösesten Feind ausgesucht, sondern erstmal irgendjemanden, der leichter vielleicht, wo alles leichter zu bereinigen war. Und bei diesem Muss, diesem Wort, da fiel mir ein, das ist einfach eine Folge. Denn so im Lauf der Jahre und der Metta-Übung wusste ich genau auch, wo Grenzen sein werden. Und ich mache ja seit ungefähr 3 Jahren ein bisschen Hospizarbeit, mehr aber Demenzarbeit. Und da muss ich sagen, da denke ich weder an Muss, ja, und da denke ich auch nachher gar nicht mehr an Folge. Ich denke auch nicht mehr an Achtsamkeit. Das ist einfach, ich funktioniere in der richtigen Art. Weil da ist also nie die Möglichkeit vorhanden von außen, dass ich denke, was erwarte ich von dem anderen oder so etwas ähnliches. Ja. Da funktioniere ich in der richtigen Art und Weise, was man ja nun nach ein paar Jahren voll auch haben sollte. Ja. Ja, ich meine, unsere Situation ist jetzt eine besondere, dass wir mit Sprache über Metta reden, ja. Was eigentlich jenseits von Sprache ist. Das ist einfach jetzt im Moment die Seminarsituation, dass wir auf der Anschauungsebene, auf der Verständnisebene uns mit Dingen beschäftigen. Und dann sind auch manchmal solche sprachlichen Hindernisse da, wie das Beispiel Muss. Ja? Also wenn ich Hunger habe, muss ich was essen. Aber letztlich zwingt mich ja niemand, etwas zu essen. Ja? Wir sollten uns da jetzt nicht künstliche Hindernisse schaffen, die im Grunde nicht da sind, sondern sehen, Sprache ist jetzt ein Hilfsmittel, um uns dahin zu tragen und hinzutreiben, wo wir von unserer Erfahrung her, von unserem Empfinden her hinwollen. Und so wie wir uns früher vielleicht angewöhnt haben, egozentriert automatisch zu reagieren, so kann man sich auch angewöhnen, automatisch in Anführungsstriche, metamäßig zu reagieren. Deshalb sagte ich ja, das ist eine Art Übung, ein innerer Wandlungsprozess, der mit einem Gedanken, mit einem ja, gefühlsarmen, leeren, nackten Gedanken beginnen kann, der aber endet bei dieser ganz natürlichen Haltung, so ist es, und muss nicht groß nachdenken, ach ja, Metta ist eigentlich ganz gut, also her damit, sondern ist da. Ja, weil es ein Programm ist, nachdem wir geworden sind. Ja, ich wollte nur einfach noch einen praktischen Tipp geben, weil gibt häufig für außen, ich habe auch dasselbe Problem gehabt und man kriegt das nie so zurück. Also so ist auch meine Erfahrung. Und damit man nicht, früher ging es mir dann, glaube ich, nicht so gut, da hatte ich dann eher Frustration und alles Mögliche und dann lässt man es bleiben. Und heutzutage sage ich mir einfach, ich glaube also fest und sicher ans Karma-Gesetz und es hat immer eine Folge und das hilft wirklich. Auch wenn ich es von außen nicht kriege, sozusagen ich kriege keinen irdischen Lohn, dann kriege ich eben einen himmlischen Lohn. Und dieser himmlische Lohn besteht darin, dass ich als Person mich verändere, positiv verändere,
Also das hilft mir wirklich ungemein, indem man wirklich fest an das Karma-Gesetz glaubt und sagt, gut, alles tun hat eine Folge und wenn es mir von außen nicht so wiedergegeben wird, wie ich es will oder wie es meiner Auffassung nach gebührend wäre, dann habe ich trotzdem einen Lohn davon. Ja, ja. Also das hilft schon ungemein. Es ist natürlich noch immer mit Erwartungen verbunden. Da sagt man auch immer, man möchte einen Lohn haben. Es ist nicht ganz selbstlos, aber es ist ja eine Hilfe. Dann ist man nicht mehr nur auf das Außen konzentriert, sondern sagt, auch der innere Lohn ist auch wichtig. Ja, was du zuletzt gesagt hast, ist sehr wichtig. Metta ist ja oft nicht rein. Ja? Dann ist so 0,7% auch Ego-Erwartung noch drin. Wenn man das erkennt, ist ja nicht schlimm. Ist halt im Moment noch so. Und damit ist der Nachteil verbunden, nicht? Wenn nicht Danke gesagt wird, dann meldet sich das 0,75% und sagt, ich bin aber jetzt unbefriedigt. Und wenn das weg ist, ja, wir experimentieren jetzt geistig 100% Metta, ja, ist egal, was zurückkommt. Im Übrigen kommt immer was zurück. Immer. Auch von außen kommt was zurück. Nur nicht in den nächsten 5 Minuten. Das dürfen wir nicht unbedingt erwarten. Sondern Ursache und Wirkung sind immer miteinander verknüpft, aber nicht immer zeitlich nah. Kann sein, dass in 7 Leben das zurückkommt, was du heute Gutes getan hast. Ja, aber was immer sofort passiert, das hast du auch beschrieben, die Wandlung im eigenen Inneren. Also wenn du den Lohn himmlisch nennst, dann ist der immer auch sofort da, weil wenn die Metta-Haltung da ist, ist innerer Frieden, da ist Wärme, da ist ein Zustand von, so ist es in Ordnung. Ja? Moni. Ich wollte auch nochmal auf die Achtsamkeit hinweisen, denn ich selbst bin auch oft so ein überschwänglicher Mensch und gebe, was gar nicht gewollt wird. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn kein Dank kommt. Mhm. Nicht? Also, das ist, man muss auch gucken, möchte der andere das auch, was ich dazu geben habe. Mhm. Denn ich habe es selbst bei meinen jüngeren Geschwistern erlebt. Ich bin nun so als Älteste von mehreren Kindern sozialisiert, immer hinzugucken, zu geben, zu essen und trinken und so weiter. Und wenn die mich besuchten, dann, und ich sagte, soll ich uns mal ein Tee machen? Wir wollen nicht deinen scheiß Tee, wir wollen dich. Nicht? Also das ist dann auch, man muss auch sehen, wie sind denn da, sind meine Wege? Ja, und ja. Was möchten denn die anderen? Das hatte ich nicht erwähnt, ja, danke, aber das ist der Aspekt von Weisheit. Nicht nur Achtsamkeit, die sagt, was ist denn eigentlich jetzt los, was sollte passieren, sondern muss ja auch ein Fundus sein von Wissen und Einsicht, was jetzt richtig ist im Moment. Also, das ist ein guter Hinweis, die Dinge nicht isoliert sehen, sondern immer im Zusammenhang sehen. Ja? Die Weisheit muss sagen, wie kann sich denn Metta jetzt auch zeigen, wie kann sich denn in einer Handlung manifestieren. Und da ist oftmals angeraten, eher die Bremse anzuziehen. Das gilt jetzt mehr für die Mütter. Ja? Also die wollen für ihre Kinder oft so viel Metta, dass die Kinder darunter zugrunde gehen oder einfach sich erdrückt fühlen. Da ist Metta unter Umständen die Haltung, jetzt lasse ich euch mal in Ruhe, ja? Jetzt halte ich mich mal zurück. Und das ist auch eine Übungssache. Auch für Väter, den Söhnen gegenüber. Auch für Väter, okay, das haben wir jetzt. Und so weiter. Und jawohl, auch für Väter natürlich, klar. Breites Feld. Ja, das Helfersyndrom ist ein verbreitetes. Maja, nochmal. Georg Kring übersetzt Metta mit Güte und definiert Güte eine Mischung aus Liebe und Weisheit. Mhm. Haben wir die beiden Aspekte zusammen? Ja. Mhm. Ja. Noch Erfahrungen? Ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber das ist so mein Thema im Augenblick. Denn, du hast ja schon gesagt, dieses Helfersyndrom, das ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Und ich merke immer mehr, also zu helfen, zu geben, so ist nicht mein Thema. Ich merke, ich habe mich selbst vernachlässigt. Also ich komme so dieses, ich möchte einfach nochmal sagen, dieses Metta zu sich selbst, ja, als Voraussetzung, um wirklich nicht ein äußeres Metta zu geben. Vielleicht waren auch viele Dinge, die ich gemacht habe, Höflichkeitssachen, weil man das halt tut, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich merke, dass ich immer wieder auf mich zurückgeworfen werde und das meine ich überhaupt nicht egozentrisch, dieses Metta zu mir selbst.
Das, ich spüre das immer mehr in dem Moment, wenn ich wirklich bei mir bin und es schaffe, auch Nein zu sagen. Es ist also für mich leichter, Ja zu sagen. Nein zu sagen, hier ist Schluss, hier ist eine Grenze. Dann fühle ich mich wohl. Dann denke ich, jetzt stehst du zu dir. Das ist so ein bisschen ein Thema. Vielleicht hilft es uns weiter, mal zu schauen, was sind denn die wahren Motive von bestimmten Handlungen. Ja. Kann ich das oder muss ich das? Und oft tun wir Dinge, weil wir sie müssen. Genau. Weil wir meinen, sie müssen. Weil ein innerer Drang in uns ist. Ja. Weil ein angewohnter Trieb in uns ist. Weil ein Gewohnheitsmuster da ist. Weil ich einfach, sage ich jetzt mal ganz banal, nett sein will oder gut sein will. So, in einem Genau. Das also müssen nicht gut sein will. Das steckt da so ein bisschen dahinter, aus der Erziehung heraus. Ich bin doch ein lieber, netter Mensch. Ja. Und deswegen tue ich das. Eben, das sind sozusagen Ego-Anteile, die so einen Metamantel um sich hängen. Ja. Ja, es ist ein Gemisch. Ich will eigentlich, ich will auch nett sein, damit andere nett zu mir sind. Ja. Oder man will oder man soll doch gut sein. Das sind oft auch innere Dränge, die uns treiben und nicht eine Einsicht in die Situation. Wir haben eben den Aspekt Weisheit gehabt, nicht? Die Weisheit sagt so, jetzt so und so. Aber manchmal handeln wir eben nicht aus Weisheiten mit heraus, sondern aus Gewohnheiten, aus inneren Drängen, die wir befriedigen müssen, damit es uns gut geht. Ja. Aber es geht mir erst dann gut, wenn ich zu mir gut bin. Das ist jetzt wieder sehr klischeehaft. Oder das erscheint mir sehr, sehr wichtig. Dass es nicht nur ein äußeres, nettes Tun ist, was ja gut ist. Ja. Und wenn ich ganz achtsam mit mir bin, spüre ich das auch. Jeweils merke ich das immer mehr. Wenn ich dieses Nein sage, und das klingt jetzt sehr hart, das ist überhaupt nicht hart, das ist für mich ein Ja. Ja. Ja, natürlich. Das ist ja ein wichtiger Aspekt der Erziehung. Güte heißt ja nicht, dass man den Kindern sagt, ihr dürft alles. Sondern Güte kann ja manchmal gerade sein, nein, so weit und nicht weiter. Also das ist kein Widerspruch. Weil die Haltung, die Motivation, die hinter einer Haltung, hinter einer Handlung steht, die ist entscheidend. Und da hat Meyer, denke ich, die Formulierung jetzt sehr gut hier nochmal auf den Tisch gebracht. Gütigen Geistes, oder wie hast du gesagt? Nein, nur Güte. Nein, Güte ist die. Nee, vorher. Du hast ja vorher in deinem Beitrag, dass man diese Haltung gütigen Geistes weilen durch Schlage eine Richtung. Ja. Das meine ich. Das ist ja das, was du sagst. Bevor das in mir nicht manifest ist, kann es nicht nach außen manifestieren. Genau, darauf hinaus. Ja. Das bringt bei mir. Ja. Das ist die Voraussetzung für alles. Ja, ich glaube, da kann man einen Haken dran machen. Das sind wir uns, denke ich, einig. Uta, ne? Ich weiß, das geht in dieselbe Richtung, dass ich lange mich auch geirrt habe über mich selber. Dass ein Handeln, das andere Menschen durchaus als liebevoll empfunden haben, von mir nur war, eine Angst, wenn ich so nicht handeln würde, dann würde ich nicht geliebt. Ja, und darum hat es eine ganz lange Lebenszeit gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, sich selber, in sich selber gerade zu stehen. Ja. Und das alles andere war vorher nur lieb mich, lieb mich. Und dann auch Nein zu sagen, weil ich es in mir spüre. Das ist dann ehrlich. Ja. Wahrhaftig. Ja, da kommt die Achtsamkeit nochmal ins Spiel. Dass wir hingucken, was ist wirklich. Ja? Ja, genau. Dass wir uns selbst ein Stück kennenlernen. Wir wissen alles nur uns selbst, kennen wir nicht. Wir kennen die eigene Motivlage nicht wirklich genau. Und da das oft ja auch eine innere Mischung ist von allen möglichen Aspekten, kleben wir ein Etikett drauf, was im Grunde gar nicht stimmt. Ja. Ja? Deshalb, die Aufforderung war schon richtig, guck genau hin, was ist im Moment? Wie bist du drauf? Was sind die eigentlichen Motive? Ist es das, was du glaubst? Oder schiebt sich da etwas in den Vordergrund? Ummäntelst du etwas, verbiegst du etwas, biegst du etwas so hin, damit das Bild über dich selbst gut ist? Das ist ja auch ein Problem, das wir mit uns rumschleppen. Wir wollen ja ein gutes Bild von uns. Deshalb biegen wir auch oft unsere Verhaltensweisen so hin, dass sie in Ordnung erscheinen, aber das ist unehrlich und blockiert uns an dieser Stelle. Also ich fühle mich, ich weiß nicht, ob ich das so ausdrücken kann, und es scheint auch
eventuell ein Widerspruch zu sein. Also ich habe so empfunden, wenn ich mich selbst mehr zurücknehmen kann, ne, dann kann ich also viel besser auch Metta fühlen, ausüben oder wie auch was. Ja. Ich weiß nicht, ob das so verstanden wird. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Ja, ja, ich glaube, es kommt rüber. Wolfgang? Wir haben also da eine, die Satipatthana-Methode, die ist ja den meisten bekannt und den meisten Anwesenden. Und da haben wir als drittes die Geistesbetrachtung. Wir haben ja Körper-, Gefühls-, Geistbetrachtung und Geistesobjektbetrachtung. Und wenn man sich zum Beispiel das nimmt, dann wird einzeln durchgegangen, also wie ist mein Geist, ist er jetzt Hass erfüllt, ist Unmut da oder ist die Wüte da oder nicht. Also das sind dann so richtig gute Meditationsanweisungen. Da braucht man nicht viel sprechen, sondern da muss man sich diese die einzelnen Kriterien vornehmen und danach üben. Also Satipatthana ist doch eine grundlegende Anweisung, also mehr dazu verwirklichen nicht? Und die anderen üblen Geisteszustände zumindest zu mindern zunächst oder sogar ganz zu überwinden. Also sehr hilfreich ist Satipatthana. Sicher eine grundlegende Übung, aber nicht unbedingt eine für Anfänger. Ja, also ist schon ein bisschen gehobene Klasse. Der Hans-Heinrich und dann Uta. Ja, das Ganze spielt ja in die Läuterung des Herzens rein. So, und je mehr wir uns beruhigen vom Herzen her, je weniger ist Spannung, desto mehr kann ich die Tendenz, nennen wir das ruhig mal, zur Liebe aufbauen, zu anderen Dingen, die positiv sind. Wir haben ja diese Themen schon oft besprochen. Und also mit einem schönen, guten Gemüt bist du einfach geistig klarer, beinahe ich sag sauberer, aber klarer, wenn da die Glochars sind, die ihr Bier trinken, und du sagst, wenn du jetzt 10 Euro gibst für einen Kasten, dann sind die zwar im Moment glücklich, aber hast du sinnvoll gegeben? Ich bin einer von denen, die in diesem Fall nicht sinnvoll geben, sondern ich gebe die 10. So, weil sie auch glücklich sein sollen, sage ich einfach mal so. Und letztlich auch dieser Punkt, sie sollen denken, der war aber nett. Ja. Ne? Der war nett. Und einer ruft mir noch nach Gott zum Gruß. Ne? Ich meine, ich mache das ganz witzig. Aber so ist doch das Leben. Ne? Und zurückkommend auf diese Läuterung des Herzens. Wenn wir weiter an uns üben, immer weitermachen, dann werden wir auch immer bessere Liebe für uns selbst und auch für das, was wir Welt nennen. Ich will mal Schluss machen an der Stelle, aber ich habe 2 Wortmeldungen noch, die werden wir noch sozusagen aufrufen und dann kommen wir zum ersten praktischen Teil. Du hattest dich gemeldet oder ist das schon vorbei? Ich? Ja. Ja, nein, ich dachte so an das Anerkennungsbedürfnis, dass wir alle, glaube ich, ein Anerkennungsbedürfnis haben. Und dass man das gerade mit Hilfe der Lehre ist ja eine Herzenstrübung und dass man dadurch bedingt dann auch näher rankommt an sich. Und ich kann sie auch sehr gut verstehen, man verausgabt sich sehr, aber sich selbst auch lieben lernen, das ist wirklich auch ein langer Prozess. Das ist sicherlich unterschiedlich bei jedem, aber man hat ja auch viel mitgebracht und insofern, da muss ich auch sehr mit mir kämpfen. Also das ist wirklich ein, aber die Lehre hilft einem da ja sehr. Aber diese mit der Anerkennung, da habe ich mich auch sehr viel mit auseinandergesetzt. Das ist schon ein Prozess, mit dem man sich umschleppt sozusagen. Ja. Weil es auch subtil ist, ja, man das gar nicht so wirklich mitkriegt. So, Uta ist die Letzte in der Vormittagsrunde. Kommentar mit dem Satipatthana noch sagen. Wir sind ja alle unterschiedlich angelegt. Der eine mehr emotional, der andere vielleicht mehr logischer. Ich habe den Eindruck immer bei mir, dass das wie Energien sind, Energien gut haben und dass diese Energien nur ganz bei mir ganz langsam abgebaut werden können und durch andere ergänzt werden können. Also bei mir ist das schon ein lebenslänglicher Prozess gewesen. Und bist du fertig? Okay. Ich
Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich bin jetzt so weit, dass ich das Problem erkannt habe. Aus dem Gröbsten raus. Okay, dann machen wir mal einen Schnitt. Also alle Wortmeldungen, die noch sozusagen im Raum sind. Ja, wir haben uns schon verständigt. Wir hören ja nicht mit dem Seminar auf. Ich möchte nur nicht, dass wir jetzt durchgängig reden. Und dass wir immer auch so ein bisschen den Wechsel haben, um mal zu sehen, was ist denn wirklich.